Alles hat eine Wirkung auf alles. Dass selbst winzigste Ereignisse und Energien große Auswirkungen haben können auf das Ganze. Das ist der sogenannte Schmetterlingseffekt und ist wohl jedem bekannt. Selbst in großen Filmen wie Jurassic Park wurde dieser erwähnt, dass ein Flügelschlag eines zarten Schmetterlings auf der anderen Seite der Erde einen Orkan auslösen könnte. Einfach weil eines zum nächsten führt. Und das sollte man im Hinterkopf behalten. Ein zweites Ding, was ich gerne erzählen möchte, ist die Macht der Suchmaschinen. Die Suchmaschinen sind global und werden von den ganzen Menschen dieser Erde benutzt. Das heißt, die Daten, die dort eingegeben werden, werden gespeichert, analysiert und auf Regelmäßigkeiten untersucht oder auf Abweichungen der Regelmäßigkeit. So ist es möglich, zum Beispiel eine Revolution vorherzusehen oder zu starten. Diese Suchmaschinen zeichnen seit Jahrzehnten alle einzelnen Suchanfragen auf. Es gibt wahnsinnig detaillierte Statistiken, in welchem Monat welcher Begriff besonders häufig war. Man kann sich diese Statistiken angucken. Das ist alles frei zugänglich. Ganz interessant, da kann man mal gucken, welche seiner Lieblingsthemen zu welchen Zeiten, Jahreszeiten irgendwie beliebt waren oder in welchen Jahren sie beliebt waren. Um Fukushima herum sieht man einen unheimlichen Boost, eine Explosion vom Interesse an der Radioaktivität und an alternativen Energiequellen. Ja? Plötzlich sucht und googelt und das jeder will es, jeder wissen. Und Google oder andere Suchmaschinen, die eine große Reichweite haben, können das natürlich nutzen. Sie können es nutzen für Vorhersagen, politisch, wirtschaftlich, am Aktienmarkt oder einfach nur, um die Weltereignisse in der Zukunft zu beeinflussen. Die Rankings, wie welcher Suchbegriff angezeigt wird, zu welchen Ergebnissen er führt, hat große, große Auswirkungen auf die Zukunft. Jeder wird sich davon nicht loslösen können, dass er gewisse Dinge über Politik, Weltereignisse sich da schon in großen Suchmaschinen informiert hat. Und diese Suchmaschinen können ja rumexperimentieren. An einem Tag, wo die Zeitqualität sehr stark nach dieser und jener Richtung ist, geben die Suchmaschinen einfach mal eine gewisse Seite häufiger heraus als Angebot. Und die Benutzer werden einfach beobachtet, wie oft sie dann darauf anspringen. Man kann ja auch verfolgen, wer auf welche Seite geht. Ja, es gibt den Referrer, der weiterleitet. Man weiß, wo die Leute herkommen, von welcher Seite, wo die Leute hingehen. Und man sieht natürlich durch die Werbeanzeigen, die man gleichzeitig ausliefert, wer wo wie lange verweilt. Big Brother is watching you. Wer ist der Big Brother? Wenn man jetzt so einen Big Brother nicht hätte, würden bestimmt viele auf dieser Welt gerne diesen Big Brother erfinden, weil er einem einfach so viele Macht über die Menschen verleiht. Viel Spaß, viel Erfolg, viel Liebe in deinem Leben. Werde unabhängig von den Marionettenfäden. Alles Gute.